Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir haben gerade ein wenig die Gegend unsicher gemacht, soweit ich mich erinnere. Skeleton. Ja, das soll mir nur recht sein. Ein Vialux vorbereiten. Oh mein Gott, was tut das schon wieder? Ein Vialux vorbereiten und der Rest haut einfach mal elegant physisch durch. Ja. Das reicht auch schon. Für uns war die Brücke ja, glaube ich, inzwischen gebaut worden. Wir kommen also, wenn ich mich richtig erinnere, sogar weiter. Ja, hier hilft kein Dialog, also einfach draufmürbeln. Aber wir sind ja, glaube ich, im Durchschnitt alle auf Level 9. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wir können das gleich mal nachschauen. Da sollte das eigentlich reichen, wenn wir physisch angreifen. So, ah, verdammt. So. Naja, macht doch euch Party. 18 Gil, das ist ja gar nichts, egal. Diese Berge stehen hier nur im Weg. Wo wollen wir hin? Nicht nach hier unten. Jedenfalls nicht ganz nach hier unten. Ja, die Teufelskrösser hatten ein wenig mehr drauf, glaube ich mich zu erinnern. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber auch die kriegen wir tot. Nicht in der ersten Runde, aber insgesamt kriegen wir sie tot. Wundervoll, 31. Und 30 Bild. Wir arbeiten uns mal kurz wieder schräg den Kontinent hoch. Ja, das sind jetzt ein paar mehr, das ist natürlich richtig. Gut, dann werde ich mal angreifen. Diego kann nur angreifen. Dylan greift auch an. Ich verballer keine Mana-Punkte, nein. Aber Nova kann Flächenschaden, nein, es stimmt, kann die gar nicht, die kann Gegner einschlafen lassen. Das könnte helfen. Probieren wir es aus. Nora lässt einschlafen. Dann haben wir nämlich viel weniger Schwierigkeiten mit denen. Zumindest mit denen, die schlafen. Super, jetzt ist nur noch einer, der nicht schläft. Und ich würde sagen, auf den hauen wir doch zuerst drauf. Obwohl, nein, das mache ich anders. Ich guck mal kurz, dass ich mich selbst heile. Und die anderen hauen bitte zuerst den nicht schlafenden und dann den ratzenden. Wundervoll. Ja, gut. Sind wir hier, gehen wir mal runter. Au, ich habe eine Stadtmauer gefunden. Und eine Echse. Wenn wir da alle gemeinsam draufhauen, überlebt die Echse das mit Sicherheit nicht lange. So viel Rüstung kann die gar nicht, wow, haben, wollte ich sagen. Gut, zuerst heil ich Nora. Dann haut ihr beiden drauf. Und Nora geht auch noch mit den anderen. Die Echse muss jetzt sterben. Gut, dann heile ich Nora halt nicht. Und Nora geht geschwächt in den nächsten Kampf rein. Oder wir schaffen das jetzt noch bis in die Stadt rein. Jawohl. Pravoka. Das klingt irgendwie russisch, wenn ihr mich fragt. Pravoka. Ja, das erste, was wir natürlich machen, ist direkt erstmal schlafen gehen. Das Geld dazu haben wir. Perfekt. So, dann teilen wir uns auf in vier Leute, gehen schlafen und werden wieder ganz schnell zu einem. Aber erst müssen wir eine Pirouette machen, ist klar. Gut, dann schauen wir uns mal um hier in der Stadt. Menschen und so einer. Rüstung klingt gut. Was haben wir denn hier?
Lederschild kann keiner tragen. Das ist echt schade. Lederhandschuhe können alle tragen. Perfekt. Dann würde ich sagen, nehme ich doch mal 4 Stück davon. Gerne. Nehme ich 4 Stück davon, die auf Rüsten, die auf Mist, das optimal und leg die Lederhandschuhe an. Selbes Prinzip bei Diego, Rüsten optimal. Und wenn wir auf optimal gehen, schaut er automatisch, wie können wir uns denn, naja, wie der Name schon sagt, optimal mit den Sachen ausrüsten, die wir haben. Gut, sonst noch irgendwas hier? Nein. Ja, der Typ hier, der mir die Potions und so verkaufen könnte, aber die will ich gerade noch gar nicht haben. Was haben wir hier? Waffen, schwarze Magie. Gehen wir erstmal zu den Waffen. Nein, ich will den nochmal nicht kaufen. Ein Breitschwert klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Oder ein Krummsäbel. Das Breitschwert ist teurer im Moment. Und hat Angriff 15. Der Krummsäbel ist günstiger und hat Angriff 10. Im Moment habe ich das Geld noch. Also warum sollte ich es nicht ausgeben für ein Breitschwert und einen Krummsäbel? Okay. Und auch hier wieder Diego optimal. Und Dylan optimal. Der Schwarzmagier wird jetzt für mich uninteressant sein, aber für Dylan und Nora vielleicht nicht. Also was können wir denn jetzt auf Magie Level 2 lernen? Da muss man jetzt einen Unterschied machen. Eis erteilt einem Gegner Eisschaden, versetzt Gegner in den Zustand Dunkel, steigert den Angriff eines Gefährten und senkt Angriffszahl aller Gegner. Ja, Eis ist natürlich gut. Eis ist immer gut. Das lernt Nora jetzt erstmal. Die kann Feuer, also lernt sie jetzt auch Eis. Versetzt Gegner in Zustand Dunkel. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber wenn es dafür einen Zauber gibt, dann muss es gut sein. Und dem bringe ich Dylan bei. Bevor ich noch mehr hier ausgebe, gehe ich erstmal zum weißen Magier. Der ist doch auch garantiert da. Heilt den Zustand Dunkel. Die feindliche Magie wird gebannt, halbiert Blitzschaden und Ausweichfähigkeiten eines Gegnersteigern, ich wollte schon sagen. Ja, gucken wir mal, dass ich feindliche Magie bannen kann, ne? Und den Zustand Dunkel sollte ich auch heilen können. Das kann nicht schaden. Blitzschaden halbieren, finde ich, sollte Dylan lernen. Schließlich ist er ja auch derjenige, der Blitzschaden verursachen kann. Von daher finde ich das nur gerecht, wenn wir ihn zum Blitzmagier ausbilden. Das nächste, was ich mir holen werde, sobald ich wieder das Geld dazu habe, ist nicht das Steigern des Angriffs eines Gefährten, sondern die Angriffs... Oder? Ich weiß es. Oh, das ist schwierig. Doch, ich denke, es wird Angriff eines Gefährten steigern. Das wird dann Nora lernen. Aber alles zu seiner Zeit. Wobei, ich glaube, wir könnten das vielleicht sogar jetzt schon machen. Aber erst muss ich was verkaufen. Ich habe nämlich noch Messerchen übrig. Die würde ich gern verkaufen. Ich habe noch Reiseklüfte übrig. Die würde ich gern verkaufen. Lederhandschuhe. Stimmt, ich habe ein paar gefunden. Egal, würde ich gern verkaufen. Die beiden Rapiere brauche ich jetzt nicht mehr. Lederharnisch ist jetzt pretty useless, möchte ich gern verkaufen. Den Stab, beide Stäbe würde ich gern verkaufen. Immer noch Lederhandschuhe verkaufen. Hallo? Komm, mach hin. Ah, geht doch. Schauen wir mal. Ich habe so viele Lederhandschuhe verkauft. Wo habe ich denn alle her?
Hm. Also wir haben unsere noch an. Und nur das zählt für mich jetzt gerade. Also auf Schwarzmagier. Jetzt habe ich wieder das nötige Kleingeld. Jetzt kaufe ich mir Mumm. Und Nora darf das lernen. Wundervoll. Wieder was geschafft. Das hier ist die Kirche des Hauses. Das ist die Kirche des Hauses. Des Dorfes. Die Kirche des Hauses, ist klar. Was bist du für einer? Wer hat euch erlaubt, mich anzusprechen? Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Wer hat euch erlaubt, mich anzusprechen? Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Und was sagt Big Boss dazu? Captain Vic sagt, was? Ihr wollt euch mit Captain Vic anlegen, ihr elenden Landratten? Macht sie fertig, Männer. Ei, ei, Captain. Die verarbeiten wir zu Haifischfutter. Oh, das klingt, als würde man... Ja, sicher, logisch. Das klingt, als würde man gleich 9 Zucker rundherum setzen. 9 gegen 4, das ist nicht fair. Aber ich werde es trotzdem machen. Also nicht fair für die 9, ne? Also, klare Sache. Natürlich gewinne ich das jetzt. Da sind keine Magier dabei, von daher wird die Lenzung nutzlos sein. Ich bin nicht dunkel, noch nicht. Also machen wir erstmal... Na, untot sind sie auch nicht. Und Protest nutzlos an dieser Stelle nicht so viel. Also physischen Angriff, auch wenn ich davon nicht so viel kann. Ja, Dylan. Schauen wir mal. Versetzt die Kleine in Zustand dunkel. Und zwar alle. Super. Ich will wissen, was das macht. Und Nora, zeig mal kurz, hätte ich den Eisschaden gemacht. So. Bumm. Also Nora one-hitted schon mal mit ihrem Eisschaden, das gefällt mir. Und ihr seid jetzt alle dunkel, aber was heißt denn das? Kann das was? Macht das was? Bumm. Ich würde sagen, von hier an hauen wir alle physisch drauf. Alles andere macht gerade, glaube ich, keinen Sinn. Außerdem ganz ehrlich, wir halten ja gar nichts aus, wie wir warten. Man sollte doch meinen, dass das Leben auf hoher See irgendwie abhärtet oder so. Nein, anscheinend nicht. Wir können da mit 4 Leuten draufkloppen. Und töten 9 Piraten, allein mit physischem Schaden mit 4 Leuten. Und das, obwohl 3 von unseren 4 Leuten Magier sind, die eigentlich, so kennt man es aus anderen RPGs, keinen physischen Schaden machen. Das ist, als würde man sagen, ich spiele WoW, ich spiele Paladin und ich teile aus. Das geht einfach nicht. Paladine machen keinen Damage. Diego steigt ein Level auf, wundervoll. Dylan steigt auch ein Level auf. Wie gesagt, die beiden steigen immer zusammen auf. Die haben mich wohl ganz doll lieb. Kaputt! Kaputt! Bei meinem Glasauge. Ich habe genug von der Freibeuterei. Ständig gibt's nur Ärger. Ab heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Als ob. Glaubt mir, nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Das nicken wir ab und haben mein Schiff bekommen. Super. Boah, ich glaube, ich sollte öfter mal Piraten vermöbeln. Vielleicht bekomme ich dann ein Schiff geschenkt. Dieses Schiff werden wir brauchen. Auf dem Weg. Da ist das Schiff. Dann will ich mal lostuckern mit dem Schiff. Auf See kommen uns viel weniger Biester entgegen. Es kommen uns Biester entgegen, wie ihr seht, aber weniger. Magie, Vita, ich heile mich erstmal selbst, denn es scheint gerade leicht kritisch zu werden, wenn die irgendwie was drauf haben. Diego kann nur draufhauen. Dylan kann auch gern draufhauen. Und Nora darf auch mal mit draufhauen. Ja, ich sag doch, es wird gerade kritisch bei mir. Irgendwie hassen mich die Biester hier. Gut, dass ich mich jetzt geheilt habe. Damit habe ich wieder ein bisschen was bekommen. Jetzt hau ich mal mit drauf. Ach, Diego kann keine Magie. Diego haut natürlich drauf. Das sind übrigens Wasserbiester und die haben alle eine leichte Schwäche für Elektro.
Attacken. Deshalb wird Dylan mit seinem Blitz jetzt selbstverständlich one-hitten. Alles andere wäre echt peinlich gewesen. Und schon heißt das 4 gegen 2. Ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen. Indem wir alle auf einen drauf möbeln, sterben beide. Ach komm schon. Danke dir. Nora steigt dein Level auf. Wundervoll. Ich müsste mal hier eine Karte geben oder sowas, weil die ganze Zeit hier rumfahren ist echt anstrengend und ich weiß gerade echt gar nicht, wo ich bin. Das wird nicht so bunt, ich flüchte mal. Jetzt kommt er garantiert mit, ah, er flüchtet, es gibt Pussy-Variante, nur Pussys flüchten. Und dann bin ich halt eine Pussy. Nein, ich habe ein bisschen die Zeit im Blick. Ich habe nämlich meine 15 Minuten mal wieder überschritten und wollte eigentlich noch ganz gerne was erreicht haben. Ich wollte eigentlich noch ganz gerne, wie heißt das? Ja, eigentlich noch ganz gerne. Ja, Satz. Eigentlich noch ganz gerne in die nächste Stadt kommen, bevor ich hier beende. Und da habe ich sie auch schon gefunden. Da ist ein Ogre. Den töte ich mal eben. Das kann ja nicht so schwer sein. Dylan ist ein Magier, also wird er hoffentlich ordentlich Magieschaden machen. Außerdem geht davon aus, dass ein Ogre nicht magisch gewappnet ist. Nora darf Eisschaden machen. Ich glaube einfach, das macht mehr als Feuerschaden, weil Feuer eher ein Level 1 Zauber ist. So. Das überlebt der Ogre in der Tat nicht. So. Ach komm schon, Leute. Ja. Alle auf einen und einer auf alle. Wir kommen auf jeden Fall noch in die Stadt rein, so ist es nicht. Auch wenn jetzt einer von uns den Löffel abgibt, das wird dann wahrscheinlich wieder ich sein. Aber selbst dann kommen wir noch in die Stadt. Jede Stadt sollte eigentlich eine Kirche haben. Ob ich im Moment das Geld habe, um mich wieder zu beleben, weiß ich nicht, da müsste ich mal drauf gucken. Aber mal angenommen, ich habe das Geld nicht, dann werde ich halt besorgen müssen. Ja. So oder so, ne? Ich werde sehen. Elfenstadt. Oh süß, die sehen ja alle aus wie Link. Sprich mit mir. Oh bitte, helft unserem Prinzen. Was sollen wir ohne ihn nur tun? Also in erster Linie brauche ich mal eure Kirche. Das sieht doch aus wie eine Kirche. Das sieht aus wie eine Kirche. Soll Dio die Alpide das Licht der Welt erblicken? Ja, bitte, eine milde Gabe in Höhe von 200 Gil. Die werden auch immer teurer und unverschämter. Diese Kirchen, sind die denn völlig dammisch? Gut, meinetwegen. So, ich gehe jetzt mal kurz schlafen. Und während ich schlafe, kann ich schon mal abmoderieren, denn an dieser Stelle werde ich jetzt gleich speichern und einen Cut setzen. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten, das sind 5 Minuten mehr als geplant. Ich würde sagen, schaltet auch noch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt DODLP Let's Play Final Fantasy 1. Wie angekündigt, werde ich hier jetzt speichern. Ja, überschreiben. Alle auf Level 10 bis auf... Ja, ich mal wieder, ist klar. Gut, an dieser Stelle, wie gesagt, mache ich den Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hauen Sie rein. Ciao, ciao.